Hallo Leute, willkommen zum heutigen Motorblog. Heute soll es darum gehen, sparen beim Führerschein. Ich habe 1650 Euro gebraucht für meinen A1-Führerschein. Habe 16 Übungsstunden gebraucht, 12 Sonderfahrten wie Pflicht. Aber die Übungsstunden sind halt nicht Pflicht. Es kommt auf euer Können an. 16 sind enorm viel. Als wäre ich eine Blondine, habe ich Übungsstunden gebraucht. Hat verschiedene Gründe. Ich kann fahren. Es lag nicht an meinem fahrerischen Können, sondern eher an der Nummer sicher gehen von meinem Fahrschullehrer und was weiß ich was und die Spreizung der Übungsstunden. Ne? Auf jeden Fall möchte ich euch jetzt einfach mal Tipps geben. Ich bin der Meinung, die Fahrschule muss in erster Linie billig sein, weil beim Führerschein lernt ihr das Fahren nicht. Das ist Schwachsinn. Alle, die was anderes sagen, lügen euch an. Wenn ihr erfahrene Motorradfahrer fragt, könnt ihr euch nur sagen, ihr müsst auf die Straße raus und einfach Kilometer abspulen. Ich habe jetzt 24.000 Kilometer runter. Die Maschine ist etwas über mehr ein Jahr alt. Ich glaube 13 Monate. Ja, ziemlich genau 13 Monate. Und da kann ich euch nur sagen, oh Gott, dass ihr halt rausfahren müsst und dort lernen müsst. Ihr könnt auch genauso auf abgesperrten Straßen und so weiter lernen. Aber Führerschein, ihr fahrt so wenig und es lohnt sich nicht. Vielleicht fahrt ihr, wenn es hochkommt, 400 Kilometer in der Fahrschule, wenn überhaupt. Meistens weniger, weil ihr viel auf dem Übungsplatz und so seid. Und es ist halt ein Witz, da lernt ihr viel mehr eine Woche, wenn ihr einen Führerschein selber besitzt. Und deswegen sucht euch eine billige Fahrschule aus und ein Fahrlehrer scheißt auf ihn. Weil viele Fahrlehrer sind Arschlöcher, habe ich gemerkt. Und ihr braucht gar nicht Kumpels und so sein. Ich weiß, viele sehen euch nach Kumpels oder so. Alles eher so eine Business-Beziehung. Ich möchte dein Geld, sagt der Fahrschullehrer, und ihr wollt den Führerschein und halt was lernen. Und ihr müsst euch nicht verstehen. Es ist besser, wenn ihr euch nicht versteht, meiner Meinung nach, mit einem Fahrschullehrer, weil dieser euch einfach objektiv die Sachen beibringt und sagt, hey yo, was machst du? Hier sind 50 und nicht 65 erlaubt. Dann müsst ihr bremsen. Und wenn ein Kumpel Fahrlehrer sagt, hey yo, komm, gib noch ein bisschen Gas, kannst ruhig 60 fahren hier in der Stadt und so, dann ist es halt ein bisschen scheiße und ihr lernt nicht fürs richtige Leben dazu. Deswegen finde ich es echt geiler, wenn Fahrschullehrer objektiv ist. Und deshalb sage ich euch, möglichst nah die Fahrschule aussuchen und möglichst günstig. Dann habt ihr es. Und ja, wenn ihr das geschafft habt, dann hat das Licht an wie ein Blitzer. Sauber. Auf jeden Fall, dann habt ihr es halt relativ gut. Und Tipps zum Sparen ist, ihr könnt eure eigene Maschine mitnehmen, was ich nicht empfehle, wenn ihr nicht schon fahren könnt, weil die Maschine werdet ihr höchstwahrscheinlich legen, weil beim Motorrad, wenn ihr den Lenker einschlagt oder so, oder seitlich so bremst irgendwie, dann wobbelt es halt, wie auch immer, wackelt so, und dann legt es euch auf die Schnauze. Und ich habe viel von gehört. Und ja, ich habe meine Maschine nicht gelegt in der Fahrschule, auch nicht annähernd. So, ja, aber es ist nicht einfach. Deswegen sage ich euch, passt auf und ja, Geld sparen könnt ihr einfach, indem ihr zum Beispiel bei der Fahrschule macht, die euch ein Freund empfohlen hat und euch der Fahrschullehrer 2 Euro Rabatt pro Fahrschule oder so gibt. Das könnt ihr dann mit einem Freund ausmachen, dass er euch weiterempfiehlt oder so, wenn es das gibt. Und sparen tut ihr, indem ihr euch einen Plan macht. Ihr habt einen Kalender und da schreibt ihr rein, ich möchte so und so viele Fahrstunden wann und wann haben. Dann geht ihr zum Fahrlehrer und macht es im Voraus. Solltet ihr krank oder so werden, sagt einen Tag, zwei vorher Bescheid und plant schon mal eine Ersatzfahrstunde. Das ist enorm wichtig, weil ihr müsst es an einem Stück durchziehen. Dann klappt es am besten. Und wenn ihr das geschafft habt, spart ihr am meisten. Und sparen tut ihr, wenn ihr Auto und Motorrad zusammen macht. Anmeldegebühren irgendwie so 100 Euro. Und wenn ihr die Theorieprüfung zusammen ablegt, spart ihr 80 Euro oder 60 oder wo auch immer ihr den Führerschein macht. Und ja, da kann ich euch einfach nur sagen, sucht euch eine Fahrschule aus. Der Motorradführerschein ist in der Regel ein bisschen teurer als der Autoführerschein, weil einfach zwei Fahrzeuge unterwegs sind, weil euer Fahrschullehrer im Auto hinterherkommt oder auf dem Motorrad.
Wie auch immer, eigentlich hätte ich es gerne, dass ein Fahrschullehrer bei mir mit dem Motorrad mitgekommen wäre, aber hatte er nicht gemacht, aber ist auch egal. Peace, bruh. Auf jeden Fall verabschiede ich mich. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Spartipps und ja, ciao, bis zum nächsten Mal.